Es geht weiter mit Bauen, auch im August. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim im Schwarzwald. Ja, Neues aus der MOBA-Wohnung Teil 117 sind wir schon angelangt. Ja, Wahnsinn. Ja, und wir sind im August. Ja, das heißt, ein neuer Monat hat begonnen. Aber die Projekte sind immer noch die alten. Ja, wir gehen wahrscheinlich oder sicherlich zum Gipsbinden über. Echt jetzt? Ja, und was kommt sonst noch? Vielleicht kommt noch das ein oder andere Paket. Ich weiß es noch nicht. Seien wir gespannt, was in dieser Folge euch alles erwartet. Viel Spaß. So, dann sind wir bereit fürs Gipsen. Danke nochmal, Hendrik, für die Gipsbinden. Ich habe ja gesagt, ich werde viele brauchen. Wir fangen jetzt erst an, dieses Stück zu machen. Und dann gehen wir nachher das rüber. Zwischendrin muss ich mal schauen, wie der Abstand da so ist. Also da ist er gut. Da werde ich die Klappe aufmachen. Nach vorne. Und dann fangen wir an zu gipsen. Ja. Interessant. Dann fangen wir jetzt mal an. Die ersten Gipsbinden aufzubringen. Mal gucken, dass ich ziemlich weit oben zuerst anfange vielleicht. Und hier in den Bereichen zu positionieren. Das ist jetzt bloß mal die erste Schicht quasi, die man drauf macht. Und dann kann man immer noch mehr machen oder mehr gipsen. Ja. Das kommt ganz auf einen selber drauf an, welchen Geschmack man hat. Ja, man muss einfach mal kleine suchen zwischendrin. So. Jetzt muss man echt brutal aufpassen hier bei diesen scheiß einzelnen Drähten. Zack, hast du die im Finger drin.
Aber nur bis die Gipsbinde fest ist, locker ist. Wenn sie getrocknet sind, die Gipsbinden, dann kommt da kein Draht mehr durch. Natürlich kann man mit den Gipsbinden jetzt auch die Struktur des Drahtes ein bisschen fixieren. Das ist gar kein Problem jetzt. Ja. Und wenn euch das jetzt noch nicht eingefallen ist oder später nicht mehr gefällt, dann habt ihr immer noch die Chance, es, bevor es richtig trocken ist, anzuformen. Da ist es nämlich leicht hart, aber noch nicht ganz gehärtet, aber so, dass man im Endeffekt auch eine Struktur reinbekommt. Ja. Dazu ist aber wichtig, dass man vorher im Endeffekt alles schön dicht verstreicht. Dass wir quasi nachher überall geschlossene Gipsbinden haben. So, und jetzt kommen wir noch, wenn man also die ein oder andere Lücke füllt, und wir haben jetzt noch ein paar übrig, die machen wir jetzt fertig hier für diese Seite, die irgendwo dazwischen bringen, wo man denkt, da ist noch ein bisschen Platz. Oder da kann man noch ein bisschen machen. So, jetzt haben wir noch zwei Stücke. Dann haben wir jetzt zwei Rollen verbraucht hier.
und alles sieht gut aus, so für den ersten. Bereich. So, dann hätten wir das. Jetzt heißt trocknen und ich gehe jetzt auf die andere Seite der die da und ja, wir sehen uns dann nachher, wenn es fertig ist. Beide Seiten sind jetzt gegipst. Super, echt super. Ja, die ist etwas größer hier wie die Fläche, weil da habe ich bis auf 3, 4, 2 Binden gebraucht und da hatte ich noch 6, 7 übrig, habe ich jetzt ein wenig dicker gemacht und auch wegen so eine Kante hier gezogen und so, ne? Genau, jetzt heißt trocknen lassen und dann probieren wir das mit der Klappe, ob die noch zugeht. Ich glaube nicht. Ja, das war's eigentlich, jetzt heißt es mal warten. Ja, einen Tag später. Alles trocken. Und jetzt? Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob die Klappe zugeht. Und sie geht nicht zu. Scheiße. Was ist da los? Da ist zu dick hier. Da müssen wir ein bisschen abschneiden. So ein Teil ist aber auch. Oder wir fräsen einfach hier ein Stück weg. Das ist einfacher, ne? Das ist die große Preisfrage. Ist das viel eigentlich, oder? Nee, gar nicht viel. Also wenn ich hier ein bisschen abfräse, einmal wegschraube, abfräse, dürfte es eigentlich funktionieren. Oder wir machen 10-mal auf und zu. Dann passt das auch. Oder ich schneide es wirklich weg hier. Was hier übersteht, ich denke, das ist gar nicht mehr so viel. Und mal gleich mal gucken. Ja, so sieht es aus hier. Trocken und schön. Und jetzt können wir uns über die Gestaltung Gedanken machen. Wie machen wir den Farbton? Was kommt letztendlich drauf? Ideen habe ich einige. Nur wie ich sie mache, ist halt die andere Frage. Ja. Hier haben wir im Endeffekt ja Platz, um ein Gebäude hinzustellen. Dann ist die Frage, machen wir hier noch eine Straße dann entlang. Ja, das ist jetzt alles noch im Fragezeichen-Modus. Aber ja, da kommen wir hin ans Ziel. Und dann hat es die Gelinge gemacht. Es kamen auch noch Pakete. Ich hab's ein bisschen was gewusst. Also das untere Paket, das große, das weiß ich zumindest. Aber hier bin ich jetzt auch mal überrascht. Was sich hier verbirgt. Aha. Da verbirgt sich ein Waggon. Oh! Ein schöner Waggon mit der Nummer 44192. Yeah! Ich hole ihn mal raus. Ein Schubaschubswagen. Ja? Genuss in vollen Zügen, Schubaschubs. Da ist da Orange, Gold und hier mit dem roten Aufdruck. Ja, und schon fliegt er weg. Das war der Aufziehmechanismus, wenn man hier aufzieht, dann fliegt sie weg. Ja, also, ein weiterer Kühlwagen. Ja, sieht top aus, ne? Denn ich habe ja schon den einen Chupa-Chups in Blau, jetzt hat mir der noch gefehlt. Genau. Cool. Jetzt schauen wir mal, was in dem anderen Paket drin ist. Den packe ich kurz ein. Ja,
Ja, und wenn man überlegt, im Internet gibt es die für 14 bis 15 Euro. Ja. Man muss nur gucken, wo man suchen muss, dann kriegt man es ganz günstig. Hat nämlich nur einen 5er gekostet. Genau. So, und da drin ist auch ein Wagen. So viel kann ich schon mal verraten. Und auch ein Märklin-Wagen, den wir nämlich gar nicht kriegen bei unserem Laden. Weil das wieder so eine super Eurotrain-Exklusiv-Serie ist. Ja? 48017. Aber einmal gegoogelt und bekommen, denn der hat nämlich was ganz Besonderes, deswegen wollte ich den. Ich hole ihn mal heraus. So, und zwar sieht der so aus, ja, schön gealtert, Schiebewandwagen. Und das Interessante ist dabei, ui, auf der Seite ist er silbrig. Rot, braun, silber, ja. Und deswegen hat er mir gefallen, weil er ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ja. Den kann man nicht mehr öffnen. Gut, aber ich habe den gesehen auf dem Märklin-Magazin. Da habe ich gesagt, den muss ich haben. Und dann hat Armin gemeint, oh nee, den kriegt er nicht. Da sage ich ja, wie, kriegt er nicht, warum denn das? Ja. Weil das wieder so eine Eurotrain-Sache ist. Ich finde es einfach schade, ja. Also, das ist die UVP. Ich habe natürlich günstiger bekommen. Ja. Und ja, ein weiterer Wagen in meinem Bestand. Super. Ja, und hier in meiner Vitrine, da steht mein anderer Schubaschubs, wo ich ja die Schubaschubs drauf gemacht habe. Und da kommt er jetzt davor. Wunderbar. Oh. Perfekt. Ne? Und hier ist ja noch der Kronewagen vom Rainer. Rainer 2, wo ich bekommen habe. Ja. Der vom Rainer 1. Also die schönen Waggons, die sind hier. Ob die mal auf die Strecke kommen, das weiß ich nicht. Irgendwann natürlich werden sie mal in eine Röhre kommen vielleicht. Und ja, dann habe ich ja gepostet überall in Social Media Kanälen, dass das Chassis, das hier früher drauf war, angekommen ist beim Wolfgang und der mir ein Bild geschickt hat mit seinem Tieflader jetzt oder Schwertransport. Weil bei mir ist ja vom Rainer das Flixtrain-Chassis jetzt drauf. Hat mir besser gefallen, dieses Rot und dieses Grün. Einfach mega geil. Ja, dass ihr mal wisst, was ich meine. Das ist das Märklin-Magazin. Ausgabe Juni, Juli 2024 und da ist hinten drauf immer ein Wagen abgebildet, ja, von eben Eurotrain. Im letzten Magazin war es eine Donnerbüchse und in diesem eben dieser schöne und man sieht hier die zwei wechselnden Seiten. Ich war erst damit gedacht, dass der eine Tür so hat und eine Tür so. Hat mir aber schon gefallen, ja, dass der ist natürlich rot und auf der anderen Seite silbrisch komplett. Ist natürlich geil. Und wie gesagt, die UVP ist 49,99. Ja. Im Internet bekommt ihr bestimmt das ein oder andere Schnäppchen damit. Ja. So wie ich. So, ich bin ja wieder dran hier am Malen. Heißt, ich mache wieder hier die Gipsbinden, die ich gelegt habe, jetzt erdbraun. Quasi der Grundton. Ja. Und dann kann man nachher hier weiter planen, was man dann hier drauf macht. Baut. Ja. Gestaltet. Meine Frau hat ja schon eine Idee gehabt, die ich auch hatte. Ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht, was ich hinmachen kann. Hab's dann wieder ein wenig verworfen. Meine Frau hat es heute gesagt, bau doch das und das hin. Dann sage ich, ja, das habe ich schon so in meinem Kopf gehabt, aber ja,
Ideen, die ich halt habe, die sind noch nicht so ganz vorstellbar dann, wie ich es baue, was ich da mache. Ich will es ja eigentlich cool machen. Aber jetzt werden wir mal sehen, was wir hier hinmachen. Ich könnte es mir auch kompliziert machen. Ein Sonnenblumenfeld hinmachen. Ja, aber nein, das machen wir nicht. Auf jeden Fall male ich das jetzt mal hier braun und melde mich nachher nochmal. So, beide Flächen sind braun, erdfarben und trocknen jetzt. Deshalb ist die Klappe auf. Und ja, wenn es dann trocken ist, dann kann man sich überlegen, wie man das weiter gestaltet. Und in erster Linie möchte ich halt an die Bahnlinie oben, also in dem Bereich da und da, zumindest mal Büsche hinmachen. Irgendwas, so kleines Büschlein hinmachen. Dass man wegen dem Übergang Schotter zur Erde nicht so sieht oder so. Ja, der Rest muss man dann mal gucken. Ich will ja da drüben will ich ein Gebäude hinmachen. Das muss ich mal planen. Zumindest wie ich da dann karsystemtechnisch entlang komme, weil das möchte ich ja da auch machen. Also, es bleibt spannend. Ja, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Welcome, alle neuen Abonnenten, ne? Aber darum geht's gar nicht. Es geht einfach nur um diesen Vorleger. Aus dem wird jetzt ein Modellbahnprojekt. Was machen wir denn da Gutes draus? Ja. Wir haben ein Maß 34 auf 43, was wir brauchen. Also brauchen wir einen Meter und einen Filzstift. So, jetzt müssen wir erstmal messen. Wir haben hier eine Länge von 60 und hier eine von 40. Also fällt die Seite schon mal flach für unsere 43. Also gehen wir hier auf die 43. Dann haben wir genau hier einen Strich und bei 43 da einen Strich. So. Dann haben wir die 43. Jetzt machen wir die 34. Die wären hier. Und 34 wäre hier. So. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das abtrennen hier. Dann wollen wir mal probieren, ob ich das geschnitten bekomme. Das Messer ist parat. Kleine Sauerei, ne? Aber was tut man denn alles für die Moba, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... So. Weiter geht's. So, nicht ganz schön,
aber fertig. So. Dann haben wir noch wegsaugen den Rest. Die Reststücke, ja, die heben wir natürlich auf. So, schön ausschütteln. Wow. Was für ein Dreck. So, das ist jetzt mal die erste Positionierung auf der Brettplatte. Natürlich muss ich das Scharnier frei machen, damit es hier im Endeffekt eben aufliegt. Aber das wird ja dann kaschiert, das ist ja kein Problem. Jetzt hat es geheißen, ich brauche ein Maß von 8 cm Breite. Das wäre so. Muss ich mal schauen, wie ich das hinmache. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal. So, jetzt klingelt's. Mal schauen, wer da ist und mich besucht. So, da haben wir einen Besucher. Zup. Was, das hätte ich besser hingekriegt. Also der Hesse ist da. Weißt du? Du am Lob, ehrlich, das ist so geil geworden. Ich hab mir so überlegt, warum kommt er denn jetzt zu mir? Ich muss nur Ideen klauen. Ja, natürlich, er reißt bei sich ab und jetzt muss er gucken, wie er bei sich das besser baut. Nee, das kriege ich so gut nicht hin. Also da musst du ehrlich sagen, mit dem Weihnachtsmarkt hast du ein Denkmal gesetzt. Ja. Also mit der ganzen schönen Landschaft. Das krieg ich auch hin. Also die Bäume. Du kommst jetzt mal. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dich hier nichts dran rotten. Du kommst jetzt mal im Winter hierher. Und dann siehst du auch, wie das mit dem Schnee läuft. Und dann klappt das auch. Tja. Oh Gott, wie viel Schnee habt ihr in dem Winter hier gehabt? Ja, so. Haben ein paar Tage gehabt. Ja, so. Hat gereicht für Schlittenfahren. Genau. Ja. So, also toll. Das ist ganz toll, hast du es gemacht, Markus. Perfekt. Ja, das ist wirklich, ich bin begeistert. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass er mir hier nichts klaut. Ne? Damit das nachher, wenn ich hier mich umdrehe, die Winterlandschaft fehlt. Na gut, der Frankfurter Turm geht weg. Ja. Der gehört nach Frankfurt. Nein, das ist das. Ist nicht das Urtümchen aus Bannheim? Das, ja, genau, vom Bahnhof irgendwo steht doch, oder? Nee, in Bannheim Mitte steht der. Oder so irgendwo, ja. Genau. Den da hier meint er, der da. Ja. Aber gut, wir schnacken jetzt und genau, wir, schnacken noch wir hören uns später wieder. Bin nicht für Video hergekommen. Genau, sag tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao. So, mein Besucher, der Schulzi-Bulzi, ist jetzt wieder weg. Ab nach Hesse hier, ne? Raus aus Baden. Na, danke für dein Lob. Ne? Darfst gerne nachbauen. Ne? So sieht's aus. Ne? Hast du jetzt gesehen in Live und in Farbe? Halt, stopp! Jetzt reicht es. Mir gefällt's und wie gesagt, wenn's anderen gefällt, freut's mich ja, aber es muss ja nicht jedem gefallen. Ist ja geschmacklich. Das ist ja genauso wie die anderen Bereiche hier in meiner MOBA-Wohnung. Ja? Sein Sohnemann war auch etwas erstaunt, ja. Wo doch überall die Eisenbahn sein kann. Ne? Ja gut, ich mache es für heute ein Cut, weil ich muss nachher noch arbeiten. Morgen geht es dann weiter. In dem Fall, bis nachher oder bis morgen. Ich habe einen Neuzugang, Viking 038915, ein Klaas Trion 730 mit Konvoi 1080 in 1:87. Es denken viele, hä, was lauert denn der da für ein Scheiß, ne? Naja, ganz einfach, es ist ein Mähdrescher, ne? Genau, den Mähdrescher, dann packen wir es mal aus hier. Übrigens, ja, ich war ja bei Müller im Geschäft, bei uns hier in Villingen. Das ist ja ein Modellbaugeschäft, ja? Also wo Modellbauartikel hat noch, oder Modelleisenbahnartikel, so muss man sagen. Und dann habe ich geguckt, ob es den gibt. Und ja, es gab ihn zweimal noch. Ja. Und Kostenfaktor 36 Euro. Und ich so, what the fuck? Ja. Ich zahle doch keine 36 Euro. Hm. Hab dann, der Markus ist ja schlau, ne? Auf eBay gegoogelt. Man hat ja ein Rohr. Auf eBay gegoogelt und habe dann geschaut, was diese auf eBay kosten. Und ja, mich hat es ja dann rückwärts geschlagen. Die liegen alle wirklich bei so 35, 34 Euro. Ja.
Und der günstigste, den ich gesehen habe, war 28,50 Euro plus 6,99 Versand. Also wenn ich jetzt 28,50 rechne, der günstigste, plus diese 7 Euro, ja, dann bin ich quasi bei 35,50 und dann kann ich gleich den für 36,20 kaufen hier, weil dann habe ich ihn vor Ort, habe die Versandzeit gespart, habe ja kein Schnäppchen gemacht. Ich muss ja die Versandkosten zahlen im Endeffekt, wenn es versandkostenfrei gewesen wäre, ja. Und so habe ich ihn jetzt hier bei mir. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich den auseinanderkriege. Ob der geklickt ist oder wie das abläuft. Ja, das ist angeklickt. Dann ist da auch angeklickt. Jawohl. Weil ich muss da ja vorne hin. Weil ich möchte ja da noch einen Fahrer reinbauen. Genau. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir den auseinanderkriegen an sich. Ist da etwas kompliziert? Der hat's in sich. Jetzt habe ich ihn da drüber reinklickt. Ja, ihr seht's. Ich hätte es euch wahrscheinlich gern gezeigt. Aber er will nicht so, wie ich will. Also, Film aus. Nachher geht's weiter. Ja, ein Mähdrescher habe ich jetzt. Jetzt fehlt mir im Endeffekt noch der Traktor mit dem Anhänger, der ja, entweder aufs Feld geht, noch leer. Und das muss ich mal gucken, wie die Szenerie ich mache. Also auf dem Feld steht und leer ist oder so. Oder eben schon voll ist, aber das gibt ja keinen Sinn, wenn der eine Bahn fährt, wie ich eigentlich denke. Aber das weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mal mit meinem Feld her werden. Ja, eben. Das müssen wir abwarten und schauen. Dann können wir da entscheiden, was wir da letztendlich machen. Raus, ja, und ja, dann sind wir am Ende von dieser Folge Neues aus der Mobberwohnung. Und ja, ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. War mal ein Quickie-Video, aber jetzt ist Urlaubszeit, da ist eh nicht viel. Es trudeln auch nur langsam Pakete noch ein, also ich krieg noch 2-3 Pakete und das war's dann ist fertig. Und dann geht es im September im Endeffekt wieder los mit Lieferungen, denke ich mal, oder so, ne? Weil jetzt viele auch vom Freundeskreis in Urlaub gehen hier und weg sind und ich viel arbeiten muss vor meinem Urlaub, ja, weil halt andere im Urlaub sind. Das heißt, ich habe jetzt viele Schichten, wenig frei dazwischen drin und ja, der August wird schon rumgehen. Es gibt ja dieses Jahr auch wieder, wenn so ein Besuchsvideo vielleicht, habe es aber nicht groß vor. Das wird sich einfach nur spontan ergeben, wenn ich zu einem Modellbahner komme. Ja? Also lasst euch überraschen, vielleicht ist doch was dabei, mal aus einer ganz anderen Ecke wie sonst. Aber das dauert alles noch. Also, bis ihr das seht, ist locker September. Bin ich überzeugt davon. Oder vielleicht noch August. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert. Und wenn ihr einen Kommentar schreibt oder ein Like da lasst oder und, ne, könnt ihr auch ein Like da lassen und kommentieren. Freut's mich. Ich versuche auch immer jedes Kommentar zu beantworten, wenn es auch nur mit Dankeschön ist, weil ich finde es toll, wenn manche den Mumm haben und hier kommentieren, was sie sonst eigentlich nicht machen. Das ist in letzter Zeit sehr schön, dass der eine oder andere mir schreibt, ja, ich habe normal nicht die Kommentierfunktion, aber ich wollte einfach auch mal was
zu dir sagen. Und das ist echt super und freut mich. Und ich sage da Dankeschön dafür. Ne? Weil das ist im Endeffekt das, was mir mehr bringt, wenn ich in irgendeiner Richtung gelobt werde und es jemand toll findet, was ich mache. Das ist mir persönlich mehr wert wie andere Sachen. Ja. Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal an meine Kanalmitglieder, die mich supporten. Ja, wer Kanalmitglied werden möchte, darf dies gerne werden. Ja, ihr werdet ja immer gefragt, glaube ich, irgendwo, wollen Sie Kanalmitglied werden oder was weiß ich. Und man kann auch auf meine Kanalseite gehen und dann da Mitglied werden. Wie gesagt, der Vorteil der Kanalmitgliedschaft ist momentan, dass es Informationen gibt, die die anderen nicht kriegen. Zum Beispiel schon Vorabbilder von dem Bau. Ja, wenn ich irgendwas habe, kann es sein, hier bin ich gerade am Bauen. Das sehen die, weil natürlich, wenn sie mir einen finanziellen Vorteil erschaffen, müssen sie auch wenig mehr haben wie die anderen Abonnenten. Dann habe ich ja überlegt gehabt, wie mache ich es denn, dass ich die anderen Abonnenten nicht benachteilige. Und das habe ich in Konsens gefunden. Die Kanalmitglieder sehen einfach das Video früher. Sobald ich es irgendwann hochgeladen habe am Samstag, manchmal ist es ja spät, dann kriegen sie es auch nicht. Wenn ich es erst um 4 hochlade, haben sie es um 4. Manchmal kann es sein um 2, manchmal um 12, manchmal um 10, manchmal um 9. Ja, je nachdem, wie ich dazu komme. Auch beruflicherseits. Ne? Wenn ich im Nachtdienst war, dann lade ich das Video anders mal hoch oder so. Und die anderen, die nicht Kanalmitglied sind, sehen es halt immer um 17 Uhr. Das ist der einzige Unterschied und Kompromiss, weil es hat damit keiner Benachteiligung. Die, wo im Endeffekt Kanalmitglied sind und mich supporten, die bekommen alles etwas früher zu sehen. Aber der Normalabonnent, der das nicht möchte oder nicht kann, ja, der ist nicht benachteiligt, der sieht es halt um 17 Uhr dann alles. Ich wurde nämlich darauf angesprochen, wie kann es denn sein, dass das Video kaum eine Sekunde da ist und schon Kommentare kommen. Das sind eben die Kanalmitglieder. Die erkennt man auch daran, die haben alle hinten dran irgendein Logo, je nach einer Stufe, wie lange sie schon Kanalmitglied bei mir sind. Ja? Und dann gibt es natürlich die Erwähnung in den Livestreams. Aber Livestreams ist jetzt gerade tote Hose. Ja? Das heißt, es guckt ja keiner. Ich mache jetzt keinen Livestream, wenn es 200 Leute nur gucken. Ja? Also, da muss schon mal mehr rumlaufen. Das ist aber auch alles völlig egal. Aber es wird bald wieder im Herbst Livestreams geben, weil ihr seht ja, es kommt schon lange nichts mehr von diesem Loch, wo ich hier sehe. Ja? Das liegt einfach daran geschuldet, dass das Projekt eben erst 2025 geliefert wird. Oder die Komponenten fürs Projekt. Und da möchte ich halt einfach jetzt nicht schon großartig bauen, sondern es muss jetzt erstmal hier vorangehen. Ich möchte Schloss Bran von meinem Tisch weg haben, dann wird der Tisch hier umgestellt und dann kann ich da bauen. Und so lange kommt nichts, geht nichts live. Echt jetzt? Aber Videos kommen nach wie vor. Ich finde es ja super, dass ihr alle so glücklich seid, dass ich die bringe, auch jetzt im Sommer. Also, meinen Abonnenten tue ich auch einen Gefallen und bringe Videos. Nice. Jeden Samstag 17 Uhr. Gut, aber jetzt ist Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Neues aus der Mobberwohnung. Bis dahin, bleibt gesund, viele Grüße, euer Markus und tschüss.